Schönen guten Abend. Nun, dieses Video werde ich dem widmen, dass ich mich auch mal vorstelle, dass ich auch mal ein wenig über die Intention dieser Videos und über des Channels rede. Ich habe jetzt schon 13 Videos gemacht an der Flipchart, wo ich alle möglichen Sachen erklärt habe, und ich bin mir sicher, dass die Leute, die mich noch nie gesehen haben, sich auch fragen, wegen, wer ist das, der uns das da jetzt erzählt? Deswegen dieses Video, wo ich mich vorstellen möchte. Mein Name ist Gerion. Ich wurde 1992 in Köln geboren. Ich war erst eine Zeit lang auf einer staatlichen Schule. Wegen sehr schlechter Noten bin ich dann auf ein Internat gegangen. Da hat man festgestellt, der Junge ist ja gar nicht doof, der ist ja nur unterfordert. Und wie man in unserer Gesellschaft so ist, möchte man ja, dass die Menschen funktionieren. Wir haben eine hohe Funktionalität in unserer Gesellschaft, und so kam man dann auf die Idee, gibt dem Jungen Ritalin, der redet ja immer noch. So ungefähr. Und das hat aus der Augen der Lehrer ganz gut funktioniert. Ich habe gute Noten geschrieben. Mir ist aber klar geworden, dass je mehr ich mein Augenmerk auf das Intellektuelle gerichtet habe, je mehr ich darauf gerichtet habe, meine Aktivitäten, meine Energie darauf daran investiert habe, dass ich eine Anerkennung bekomme, dass ich eine Eins schreibe oder dass ich drei Schuljahre in einem halben Schuljahr durchacker, dass ich dadurch auch genauso stark die sozialen Kontakte zu meinen Mitschülern und Mitschülerinnen verloren habe. So habe ich mich entschieden, dass ich lieber eine normale Entwicklung durchmache und mit meinen Altersgenossen in Verbindung bleibe. Und auch mit diesem Mindset bin ich dann wieder vom Internat runtergegangen, zur 10. Klasse. Habe dann auf einer normalen staatlichen Schule habe ich dann meinen Abschluss auch gemacht, mein Abitur. Auch da immer wieder damit konfrontiert, dass Lehrer es manchmal so gar nicht leiden können. Also wir haben im Schulsystem ja auch immer wieder den Faktor von einer starken Person, die etwas beibringt, und einer schwachen Person, die lernt. Ja, also das ist wirklich so ein Autoritätsgefälle, deutliches auch Machtgefälle. Das führt natürlich dazu, dass die Leute sich immer schwach fühlen, die Schüler. Und das ist offensichtlich halt, wenn das so tief drin ist bei den Menschen, so tief konditioniert wurde, dass die Lehrer ja Autoritätspersonen sind und dass sie sich alle dann immer so ernst nehmen, dass das auch gerne dazu führt, dass Lehrer gar nicht damit zurechtkommen, wenn auf einmal noch Schüler besser sind als sie. Nun, ich hatte mein Abitur gemacht, habe dann, weil ich ein adaptiver Lerntyp bin, der selber was anfassen muss, es interessiert mich nicht, wenn irgendjemand geschrieben hat, wie es funktioniert. Das ist natürlich auch interessant, das gehe ich mir auch gerne durch, aber am liebsten fasse ich es selber an, fliege selber auf die Fresse, stehe selber wieder auf und weiß dann, wie man es richtig macht. Anstatt dass ich es einfach nur lese und immer nur in der Theorie bleibe. Ich muss es anfassen. Und genauso hat es mir nicht gereicht zu sehen oder zu wissen, dass wir einander, dass Menschen einander anscheinend einander töten, hassen, sich nicht ausstehen können, obwohl sie direkt nebeneinander wohnen, und dass wir diese Erde zugrunde richten. Es hat mir nicht gereicht, das zu lesen. Ich musste das erfahren. Also habe ich halt angefangen, sehr viel zu arbeiten. Es war eine schöne Erfahrung zu sehen, dass ich auch 11 Stunden am Tag arbeiten kann, wenn ich etwas wirklich haben möchte. Habe mir das Geld gespart und bin auf eine Reise gegangen. Ich bin durch Israel gereist, war in Palästina, habe in Ramallah in einem Kulturinstitut gearbeitet, habe mir diese Apartheid angeschaut, habe mir angeschaut, wie diese Politik ist, wie also auch in dem Denken der Menschen ist, wie das bei denen angekommen ist, wie sie damit umgehen, wie in Tel Aviv und Ramallah geredet wird, wenn man sich einfach da mal ins Café setzt. Und bin dann über Abenteuer, würde ich sagen, über Ägypten und Oman nach Tansania. Tansania bin ich auch wieder rumgereist, habe mir Sansibar angeschaut, habe eine Zigarette in Kenia geraucht und habe da feststellen dürfen, was eine ganz andere Art von Kultur ist, auch die Maasai-Kultur oder generell die tansanische Kultur. Was das ganz, ganz andere Mentalität ist, auch teilweise völlig inkompatibel mit der deutschen Kultur. Was Armut bedeuten kann, was wirklich eingeschränkte Optionen sind, aber auch was Schönheit bedeuten kann und wie viel die Mutter Natur jeden Tag einfach am Geben ist. Es scheint, dass alles, was die Natur erschafft, keinen größeren
Zweck erfüllen könnte, als in ihrer kleinen Weise, wie es eben ist, dienen zu können. Dienen der Schönheit und der Liebe dieser Welt. Und mit diesen vielen, vielen Eindrücken bin ich dann zurück nach Deutschland und habe erstmal einen harten Kulturschock bekommen, denn die deutsche Kultur ist schon ziemlich unterschiedlich. Also wenn die Palästinenser sehen, wie 10.000 ihrer Olivenbäume niedergebulldozt werden, dann sagen die, alles klar, pflanzen wir eben 100.000 neue, aber auf gar keinen Fall geben wir auf und hier geht die Welt unter, wenn die Bahn 3 Minuten zu spät kommt. Das sind schon andere Ebenen, die sich da spielen. Ich wollte verstehen, wie Menschen sich sowas antun können. Der Mensch ist nicht von Grund auf schlecht, er ist auch nicht habgierig. Jeder Mensch trägt die Pflanze von der Liebe der Menschlichkeit im Herzen und man muss schon eine Menge Scheiße und Hass erleben, bis diese Pflanze wirklich gründlich in den Boden gestampft wird. Und ich wollte verstehen, wie es möglich ist, dass ein Finanzsystem, ich dachte, das liegt da, ein Finanzsystem, das so sehr auf ein Wirtschaftssystem wirkt, dass das Wirtschaftssystem so sehr auf ein Gesellschaftssystem wirkt, dass innerhalb dieser Gesellschaft die Leute so dermaßen bescheuert werden, wie sie das heute sind, wie wir das beobachten dürfen. Ich habe ein Jahr Psychologie in Wien studiert, um das herauszufinden. Und ich habe das in dem Psychologiestudium nicht beantworten können. Ich habe das im Rahmen des Psychologiestudiums, diese Frage für mich beantwortet, aber das wird im Psychologiestudium nicht gelehrt. Warum das so ist, werde ich heute auch ein Video darüber machen. Da geht es um Erkenntnistheorie und wie Paradigmen besetzt und verlassen werden, woran das liegt, dass man ein bestimmtes Paradigma in der Wissenschaft zum Beispiel präferiert, mehr als ein anderes, wie das zustande kommt und weswegen, deswegen natürlich auch innerhalb des Psychologiestudiums nicht erklärt werden wird, wie böse das Finanzsystem die Menschen kognitiv und emotional vergewaltigt. Nun, die Idee, die ich habe und die ich manifestieren werde, zum Beispiel im Zuge dieser Videos, ist, dass ich weiterarbeiten möchte, und zwar so, wie es mir gut tut, indem ich Dinge ausprobiere. Ich werde ein Unternehmen gründen. In diesem Unternehmen werde ich mit Freunden zum Beispiel oder alleine Workshops und Seminare aufbauen, wo ich Menschen Strategien geben möchte, zusammen auch mit denen arbeiten möchte, wirklich das spüren kann, dass ich da etwas meinen Beitrag leiste, meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, mir Dinge gut und schnell anzueignen, sie zu begreifen, sie verständlich zu formulieren und Leute zu motivieren, auch endlich damit was anzufangen. Das möchte ich bitte ganz in den Dienst der Gesellschaft stellen, denn auch ich möchte mich anhand der Natur mein Potenzial entwickeln, um da dienen zu können. Ich glaube, es gibt kein größeres Schicksal, das man für sich annehmen kann, als das des Dienens. Deswegen mache ich auch diese Videos. Deswegen haben sie auch so ganz klein angefangen und ich habe um wenig Kritik gebeten, weil ich selber auf die Fresse fliegen muss. Ich muss es selber für mich ausprobieren. Deswegen mache ich diese Videos in der Hoffnung, dass es Menschen anschauen. Sie denken von wegen, hey, stopp mal, da und da kann ich mich irgendwie, das ist eine ähnliche Situation bei mir, oder hey, das habe ich mich auch schon immer gefragt und vielleicht fallen mir diese Gedankengänge. Ich sage nicht, dass ich das Patentrezept habe. Habe ich sicher nicht. Und ich habe auch nie die Wahrheit gefunden. Ich habe auf meinen Wegen immer wieder Wahrheiten gefunden, aber nie die eine Wahrheit. Und natürlich kann ich, was ich in mir habe, immer nur versuchen zu übermitteln. Ich kann dafür Schemata verwenden, ich kann euch Bilder in die Luft malen, die ihr euch anschauen könnt. Ich kann versuchen, durch meine Worte Dinge so zusammenzuflechten, dass sie für euch in eurem Gedankennetz einen Sinn ergeben. Aber letztendlich werde ich all meinen Worten immer nur eine Lüge erschaffen. Eine Art Kunst, die immer als per Definition eine Lüge ist, mit der Intention, eine Wahrheit zu vermitteln. Jeder Künstler, jedes Musikstück ist geschrieben als eine Lüge. Es ist immer nur eine Version, eine Interpretation von Schönheit, von Liebe oder was auch immer. Aber dahinter steckt Wahrheit. Und so hoffe ich, so wünsche ich mir, dass diese Videos gesehen werden, geteilt werden, sich verbreiten, dass wir zusammen auch, dass durch das Feedback, was ihr mir gibt, etwas errichten können, wo wir wirklich einander helfen können. Denn diese neue Welt, die wir erleben werden, an der Zeit, wir gerade stehen, dass wir uns dahin entwickeln, die kann völlig kontraintuitiv sein. Die kann neue Sachen bergen, für die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Aber eine Sache wird sie definitiv. Und zwar gemeinschaftlich. Denn es wird nicht anders funktionieren. Wir können nicht mehr gegeneinander eine neue Welt kreieren. Wir können das nur miteinander machen.
Wir können nicht zusammen leben. Das ist ganz simpel. Können wir nicht zusammen leben, solange wir noch glauben, wir wären getrennt voneinander. Dass deine Probleme, deine Nöte, deine Kämpfe in deinem Leben mit meinem nichts zu tun hätten. Solange wir diese Trennung noch behalten, werden wir es nicht schaffen. Deswegen ist dies mein Angebot, meine Hoffnung und mein Beitrag dazu. Lass uns zusammen etwas Großes machen, was das darüber hinausgeht, wie ich und wer ich bin, was ich mache, sondern für eine Idee steht, die uns allen einen Vorteil bringen kann. In diesem Sinne, ich danke euch.